Mich erreicht immer wieder die Frage, Reine, was ist der Unterschied zwischen dieser Polymersdinger, die du vor einiger Zeit vorgestellt hast, und der Metallsdinger? Gibt es da Unterschiede? Wie schauen diese Unterschiede aus? Kannst du die mal zeigen? Und ich habe mir gedacht, ich mache dazu ein eigenes Video. Und wenn du wissen willst, wo die Unterschiede zwischen diesen beiden Dingen liegen, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich wähle mich hier von unserem exklusiven Waldurlaub-Schießplatz, Bogenschießplatz. Und wir wollen uns das einmal anschauen. Der große Unterschied zwischen diesen beiden, das ist das Magazin. Das ist es auch im Wesentlichen. Es gibt dann noch ein paar Dinge, was die Bogenkappe betrifft, aber da reden wir gleich drüber. Aber es ist das Magazin. Der Unterteil, gut, bei der ist es hier jetzt braun und bei der Polymer ist er schwarz, aber das ist genau dasselbe. Da gibt es keinen Unterschied. So, fangen wir beim Magazin an. Polymer, klar, Material und Metall, da kommt immer wieder die Frage, ist das nicht so stabil? Das ist genauso stabil. Mit einem Panzer kann ich da nicht drüber fahren und auch mit dem nicht. Aber für den normalen Gebrauch, es gibt keinen Unterschied. Auch runterfallen oder so irgendetwas, ja. Da habe ich da sogar den Vorteil, ja, es gibt ja Videos auf YouTube, wo das runterfällt und dann hier eine Delle drin ist. Das passiert, und abgeschlagen und abgeschert, das kann hier nicht passieren, weil das ein Plastikteil ist. So. Also das ist der Vorteil. Dann die Visierung, ja, die Notvisierung ist ein kleiner Unterschied. Schau mal her, hier hast du die Klappe für das Deckelfach, also die Sicherung für das Deckelfach. Ja, das ist Kimme und Korn gleichzeitig mit diesem kleinen Stumpferl hier. Wenn ich mir jetzt anschaue, unsere Polymersdinger, dann hat die auch dieses Fach und, ja, Kimme Korn, das Korn ist ein bisschen größer, also das ist der Unterschied zwischen den beiden. Ja? Jetzt mal, was Kimme und Korn betrifft, und der Vorteil dabei ist, dass das schon wirklich gut zu visieren ist. Ja? Ich sehe jetzt keinen groben Unterschied, also wenn du so durch drüber schaust, das ist in Wahrheit egal. Gut, dann, was bei der Metallsdinger der Fall ist, ist, du hast hier die Möglichkeit, hast hier eine Picatinny-Schiene. Gut, die hast du hier bei der Polymer auch. Nur da kann man sie runterschrauben. Das ist eine Verschraubung. Ja, die ist hier nicht verschraubt, das ist fix verbaut. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, es gibt hier ganz einfach die Möglichkeit, ein Zubehör zu kaufen, nämlich um hier eine weitere Schiene anzubringen. Ja, so, das geht hier nicht so einfach. Ja, da muss man ein bisschen basteln und das werde ich auch noch herzeigen. Das ist auch kein Thema. Also das ist einmal der ganz grobe Unterschied jetzt mal vom Magazin außen. Ein weiterer Unterschied ist die Feder. Und zwar, du siehst hier, die sind auch andersfärbig, das Polymer, das ist Metall. Jetzt wirst du fragen, naja, ist doch die Farbe von der Feder, ist doch vollkommen egal. Es gibt doch einen kleinen Unterschied, und zwar, das bedeutet die, ja, Leerspannsicherung. Leerspannsicherung? Reine, was soll das heißen? Ich glaube, ich zeige es dir am besten in live. So, bei dieser Feder ist jetzt folgender Unterschied, und zwar, das ist jetzt die normale Metallsdinger, und die ist so verbaut, dass diese Feder hier, ja, so gemacht ist, dass man die Armbrust nicht leer, also leer heißt ohne Pfeile, ohne Bolzen eingelegte, spannen kann. Und es gab ganz häufig Kunden, die sich da irgendwie nicht drum geschert haben und das aus irgendeinem Grund trotzdem wollten. Und das ist wirklich ein Druck, ein dementsprechender, den man da aufbauen muss. Und so lange gedrückt haben, teilweise die meisten haben hier verbogen, die Feder verbogen. Oder einer hat sogar geschafft, ich weiß nicht wie, hat, dass dieser Hebel hier abbrochen ist. Weil das ist wirklich nicht so ohne. Den anderen ist die Sehne gerissen, natürlich logischerweise in die andere Richtung. Also liebe Leute, bei der Metallsdinger ist das so vorgesehen. Aber da, ich mutmaße jetzt, dass Steampo das auch so gesehen hat, man da extrem oft die Feder hat tauschen müssen. Sie gesagt haben, wisst ihr was, wenn es Kunden gibt, die einfach das emotionale Bedürfnis haben, die Armbrust auch leer aufzuspannen, dann machen wir das dieses Mal anders. Und wenn du hier jetzt her schaust auf diese Feder, dann ist die so vorne nach oben gebogen. Das bedeutet, ich kann sie leer aufspannen. Ich weiß, ich persönlich weiß nicht wozu, aber jetzt geht's halt. Das bedeutet jetzt Folgendes. Du kannst sie leer aufspannen. Macht Sinn? Nein, weil jetzt habe ich ein gespanntes Teil vor mir, muss da den Magazindeckel aufmachen und einlegen und dann schießen. Das ist ja nicht der Sinn von einer Magazinarmbrust. Das ist ja das Charmante, dass ich meine Pfeile, Bolzen eingelegt habe und dann repetiere und schieße. Okay, das ist mal das eine.
Aber jetzt habe ich es halt so. Und ich habe jetzt keine Bolzen, ich will jetzt nicht schießen. Und da reicht mich auch auf die Frage, wie kann ich die entspannen? Ich zeige jetzt, wie ich das mache. Und ich möchte eine Sache ganz klarstellen, weil ich da auch immer wieder E-Mails dazu kriege und Beschwerden. Ich zeige, wie ich es mache. Und wenn du das nachmachst und dir dabei wehtust, weil du es vielleicht nicht so gemacht hast wie ich oder nicht die Übung hast, dann ist das deine persönliche Verantwortung. Okay? Ich entsichere jetzt das Ding. Oder ich sichere es nochmal, wobei die Sicherung eher Spaß ist, aber das ist egal, das zeige ich danach. Ziehe jetzt hier ganz nach hinten, ja, dass dieser Hebel hier ganz nach hinten ist. Und ich mache es halt so. Ob du das auch machst, das weiß ich nicht. Ja? Weil, warum sage ich das so? Weil mich jemand bedroht hat oder verklagen will oder ich weiß es nicht, weil ich in einem Video was gezeigt habe und er hat jetzt einen blauen Fleck davon. Also wenn du das magst, bitte auf eigene Gefahr. Entsichern. Und jetzt ist wichtig, nicht da irgendwo hergreifen, sondern den Daumen, da gibst du auf den Zeigefinger drauf, ja? Halten und abdrücken. Und da musst du jetzt hier wirklich Druck aufbauen, weil was wird passieren? Die Armbrust fest ab, wenn du das hier nicht fest eingespannt hast, sondern vielleicht auch noch so machst und abdrückst, dann haust dir das in die Goschen, du hast einen Leerschuss gemacht und das wäre unangenehm. Noch einmal, hier festmachen, nicht da reingreifen, Daumen nach unten, abziehen. Und dann habe ich ja jetzt den Druck gleich drauf. Und dann langsam entspannen. Da gibt es sicher andere Möglichkeiten, auch zwischen den Füßen. Oder man ist stark genug oder man hat drei Hände oder ich weiß nicht was. Ja? Aber so mache ich. Und wenn du es auch so machen willst, dann auf eigene Gefahr. Das wollte ich 400 Mal dazu sagen, dass das einfach absolut klar ist. So, das ist jetzt der große Unterschied dabei. Das geht natürlich, dieses Entspannen, was ich da jetzt gezeigt habe, kannst du natürlich auch bei der Metallstinger genauso durchführen. Und das ist jetzt sozusagen einer dieser großen Unterschiede. Aber es gibt natürlich noch viele weitere. Der Grundkörper der Armbrust ist derselbe. Ob Metall oder Polymer, das ist vollkommen egal. Und es ist bei beiden diese Sicherung hier eingebaut, die in Wahrheit keine Sicherung ist, sondern einfach nur ein unabsichtlich Betätigungsfeld. Aber ich zeige dir dann nachher, dass das überhaupt nicht sicher ist. Bei beiden ist es ganz einfach so, dass hier auf dieser Schiene dementsprechend Silikonspray, Wax oder was auch immer du gerne machen willst, ist vollkommen egal, aufgebracht werden muss. Das ist wichtig. Denn immer wenn hier irgendwo eine scharfe Kante ist, einerseits einmal hier an dieser Stelle oder auch an dieser Stelle hier, kann natürlich, weil da die Sehne natürlich durcharbeitet, ne, da ziehst du ja die Sehne drüber und das ist sowieso ein Verschleißteil. Das ist nicht wie bei einem Bogen, wo die Sehne tausendmal hält, sage ich jetzt mal so, sondern da ist halt einfach viel mehr Kraft, viel mehr Reibung da. Das heißt, die ist ein Verschleißteil, das ist einfach so. Und um das, diesen Tag, der meine Sehne ist kaputt, hinauszuzögern, musst du halt ein bisschen Energie reinstecken oder andauernd Zähne wechseln. Also das hier bitte beachten. Die Stelle und die Stelle, das könnte sein und besonders halt da gut einwachsen. Also das ist einmal der Punkt. Zur Sicherung, da halte ich dich noch ein bisschen hin, das zeige ich noch, dass die überhaupt nicht sicher ist und dass die eigentlich ein Schaß mit Quasteln ist. So, dann gibt es noch was. Standardmäßig jetzt bei dieser Polymer, nicht bei der Metall, sondern bei der Polymer, sind diese kleinen lustigen Gummikappen da drauf. Und wenn man jetzt schießt, kann es sein, dass die, so wie bei meiner jetzt hier, einfach mit der Zeit wegfliegen. Ist das wichtig? Was? Vollkommen wurscht. Es ist nur Optik. Ja? Die gibt es auch als Ersatzteil, wenn du da drauf stehst und sagst, das muss drauf sein. Also ich schieße immer nur so. Und es ist vollkommen irrelevant für mich. Denn was hat denn das Teil wirklich für einen Druck drauf? Ich meine, das ist vernachlässigbar. Ups, jetzt habe ich es wieder gespannt. Was muss ich denn machen? Oh, ich muss vorsichtig sein. Muss es hier auf die Brust ganz vorsichtig eindrücken, dann entsichern. Niemals meinen Daumen da reingeben, sondern muss da vorne sein. Dann muss ich abdrücken und dann den Druck noch vorlassen. Ja? Auf eigene Gefahr, selbstverständlich. So, also das ist jetzt hier mal gegeben. Der Ausbau der Sicherung ist bei beiden gleich einfach. Ich habe das schon einmal in einem anderen Video hergezeigt und alle meine Kunden kriegen ohnehin Zugriff auf eine Pflege und ganzen Videokurs zu Pflege und Montage und so weiter. Und da ist das alles gegeben. Also da schlagst du da rein und nimmst die Sicherung raus. Ist aber auch beschrieben im Handbuch von Steamboat. Also das ist einmal eine ganz coole Sache. Und da gibt es einmal gar nichts. Aber um auf die da zurückzukommen, die sind nicht relevant. Manche kleben die an. Manche Kunden geben die an. Einer hat mir geschrieben, er hat das mit der Heißluftpistole angemacht, weil ihn das genervt hat, dass das mit der Zeit dann... Der hier geht ganz leicht runter und der hier, der steckt eh fester. Wie auch immer,
es ist nicht wirklich wichtig und es gibt es auch als Ersatzteil, wenn du das magst. Jetzt zeige ich dir noch was. Der Unterschied liegt auch in den Kappen. Das hier ist die Metallstinger, die übrigens voll fix fertig aufgebaut zu dir kommt. Also die nimmst du dann raus, legst das Magazin drauf, schraubst das an und kannst schießen. Mit eingeschossenen Laser und alles bibabo. Und auch fix fertig gespannt. Ja, die kommt sozusagen so in der Form. Die Polymerstinger, die kommt in einer Schachtel. Das habe ich ja in meinem anderen Video gezeigt und da musst du halt zusammenbauen. Das hilft dir nichts. Bei der Polymerstinger schauen die Kappen so aus. Und bei der Metallstinger schauen sie so aus. Da ist dieses Huckerl nicht dabei. Das die kleine Teilchen hier, das ist dazu da, um die Spannhilfe, die du ja brauchst, wenn du selber zusammenbaust, ja, die Spannhilfe einzusetzen. Das geht alles sehr einfach, das ist alles sehr, sehr cool, ist überhaupt kein Thema. Es kann sein, dass Steambo trotz alledem, es kann sein, muss aber nicht sein, wenn es ist, freudig und wenn es nicht ist, ist es halt so, zusätzlich on top zu diesen Kappen hier, auch die noch einmal dazulegt. Das kann sein, muss aber nicht unbedingt sein. Aber die hier, diese Kappen, die sind immer dabei. So, das ist auch ein kleiner Unterschied. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Bei dieser Stinger, bei der Metallstinger, ist der Stringer, die Spannhilfe, die Aufspannhilfe, standardmäßig nicht dabei. Das ist so. Das war nicht meine Idee, sondern es ist einfach so. Und bei der Kunststoffstinger ist er dabei. Warum? Weil du sie ja selber zusammenbauen musst. Die kommt ja fix fertig aus. Das Magazin musst du noch draufsetzen. Okay? Das setzt so vom Unterschied her. Also das ist auch ein kleiner Unterschied. Und bei der Kunststoffstinger ist auch eine Ersatzzähne dabei. Die ist bei der Metallstinger nicht vorgesehen. Weißt du, das ist genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin halt ein VW-Fahrer, wenn ich mir heute ein Golf kaufe, heute, dann ist da eine gewisse Serienausstattung dabei und wenn ich den in 3 Jahren oder in 5 Jahren mir einen neuen kaufe, dann ist eine andere Serienausstattung und ich dann hingehe zum Händler und sage, das letzte Mal war aber in der Basisausführung die Lüftungsklappe Gold und jetzt ist sie Silber. Warum ist das so? Weil es so ist. Und das ist auch bei den Armbrüsten so. Weil diese Frage immer wieder kommt, deswegen mag ich die beantworten. Es ist ganz einfach so. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Bei der Kunststoffstinger schauen die Kappen so aus, bei der Metallstinger so. Die hier sind ganz sicher bei der Kunststoffstinger dabei und es kann manchmal dabei sein, dass die hier auch mit reingefallen sind, dann hast du noch ein extra Set und freu dich. Bei der Kunststoffstinger ist eine Ersatzzähne und ein Stringer dabei, das fehlt hier. Du kannst die hier aber auch bei uns im Shop natürlich als Zubehör dazu kaufen, wenn du das magst. Das habe ich lang geredet, sage das nächste. Die Frage, die immer wieder kommt, Vordergriff, ist er bei beiden dabei? Ja, ist er dabei und er ist auch extrem wichtig. Nicht nur zum Schießen, sondern zum Aufspannen. Weil sonst muss man da vorne irgendwo halten, das ist gar nichts. Außerdem geht dann das Repetieren nicht schnell. Du nimmst sie hier hinten und kannst sie zack aufspannen und das ist der Spaß dabei. Schaffen auch Frauen, muss ich gleich dazu sagen, also meine Frau, die Manuela, die schafft das auch. Also ich kann, weil die Frage immer wieder kommt, schaffe ich das auch? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Ferndiagnose stellen, aber das ist nicht so schwer, dass man das überhaupt nicht schaffen kann. Ja? Also wenn ich die jetzt vergleiche mit einer Adder mit 130 Pfund, die kann sie nicht aufspannen. Ja? Aber die hier auf jeden Fall. So, jetzt habe ich es wieder leer aufgezogen. Wenn du das nachmachst, musst du ganz besonders aufpassen. Also ich setze das hier fest auf die Brust auf, ziehe die Entsicherung, gib meinen Daumen nicht da rein, weil das wäre nicht gut, sondern schau extra, dass hier in dieser Schiene, in diesem Bereich nichts ist und dann ziehe ich ab. Also ist die Blöde, diese Sicherung ist ein Klumper, da komme ich gleich dazu. Und dann ziehe ich ab und dann lasse ich es nach vor rücken. Und es kann natürlich passieren, dass dieses kleine Huppi hier da am Rippi ein bisschen wehtut, dann musst du ein bisschen aufpassen. Ja? Und wenn? Eigene Gefahr. Jetzt kommt der nächste Punkt. Und da geht es jetzt um den Laser. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden. Ja? Das ist ein roter Laser, das ist halt so. Das ist für Innenräume, für Lowlight, also für wenig Lichtsituationen. Und jetzt auch hier, also wenn ich hier auf einen dunklen Untergrund, zum Beispiel auf diese GAMS hier drauf ziele, dann sehe ich das auf diese Distanz und bei diesen Lichtverhältnissen. Bei knaller Sonne draußen, alles hell, sehe ich den roten Laserpunkt nicht. Das ist aber bei beiden der Fall, das ist ganz einfach so. Ja. Dann der Laser hier ist bei beiden so einzuschalten, dass es da eine kleine Ausnehmung gibt und durch einen Schiebeschalter das beziehungsweise von der anderen Seite wieder ausgeschalten werden kann. Es kann jetzt auch ein kleiner Pflegehinweis, vielleicht ein bisschen Kontaktspray da hinten reingeben, damit das, also auf Dauer natürlich, ja, kann das ein Thema sein, also ein bisschen Pflege, so wie man hier Silikonspray oder Wachs eingibt oder dass man die Mittelwicklung hier ganz einfach wachst, dass die elastisch bleibt. Das sind so Dinge, die man tun kann, aber nicht unbedingt muss. Wenn man seine Armbrust liebt, dann tut man das. Aber das war's jetzt mal. Also
das zum Laser. So, jetzt mag ich was allgemein zur Sicherung sagen. Das ist bei beiden, weil der Grundkörper ja gleich ist, der Fall. Schau mal her. Ich spanne jetzt die Armbrust auf und sie ist automatisch unter Anführungszeichen gesichert durch diesen Hebel. Das bedeutet, dass ich jetzt hier nicht abdrücken kann. Ja? Hier kann ich nicht abdrücken, weil diese Sicherung verhindert, dass ich den Abzug nach hinten ziehe. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt kann ich aber hergehen und etwas Böses tun. Und zwar, manche Leute kommen ja auf die Idee, dass sie die Armbrust fix fertig so vorgespannt irgendwo herumtragen und dann passiert zum Beispiel Folgendes. Ja? So, ich mache das jetzt hier in einer sicheren Umgebung. Also wie gesagt, immer auf die Eigenverantwortung. Ich weiß gar nicht, was man alles noch sagen muss. Ja? So, wenn es jetzt passiert, du hättest sie gespannt und tragst sie so unten, was absolut irre ist, wenn ich darüber nachdenke, und du kommst an einem Ast oder an irgendetwas auf, die Sicherung ist noch immer gegeben, gell? Schau, ja? Ich kann nicht abziehen, aber jetzt mache ich was. Hab trotzdem schießen können. Wenn du sie hinlegst, wenn du sie gespannt hinlegst und irgendwo etwas diese Sehne nach oben drückt, dann fährt das ab. Der Pfeil ist jetzt rausgeflogen. Obwohl die Sicherung noch immer festgezogen ist. Das ist wichtig zu verstehen. Ich will es hier noch einmal zeigen. Schau mal her. Da ist diese Sicherung. Ja? Und die Sicherung, ja, die kann ich jetzt so einstellen, dass ich da nicht abziehen kann. Wenn ich nämlich abziehen kann, was da nämlich passiert ist, dass hier dieser kleine Bügel nach oben gedrückt wird durch den Abzug und das wird verhindert. Aber die Sehne liegt genau in dieser Ausnehmung da drinnen. Da drinnen liegt die Sehne und wartet darauf, rausgezogen zu werden. Und die Sicherung sichert mir nicht meine Sehne. Gar nicht, überhaupt nicht. Die sichert meine Sehne nicht. Okay? Was sie nur macht, diese Sicherung, ist eben den Abzug zu verhindern. Wenn ich dann nach vorschiebe, dann kann der Abzug nach oben gehen. Schau her. Dann geht er nach oben, schiebt die Sehne nach oben und dann macht es flupsti. Das heißt, eine gespannte Armbrust eingelegt, ist keine gute Idee. Beide, Polymer und Metall, nehmen dieselben Pfeile auf. Also die blauen Übungspfeile, die roten Broadheads oder die goldenen Übungspfeile, die hier, ja, nehmen sie alle auf. Also du kannst beide haben und mit denselben Pfeilen schießen. Das geht einmal, da gibt es keinen Unterschied. Ja, welche der beiden ist nun besser? Kunststoff oder Metall? Polymer oder Metall? Also es ist so. Das kann man so nicht beantworten. Ich habe jetzt gerade die Unterschiede gezeigt von den beiden. Musst du entscheiden. Einen letzten Punkt noch und dann höre ich auf, weil Kunden immer wieder mir schreiben oder potenzielle Kunden, die eine kaufen wollen, sie hätten gehört, dass die Kunststoffdinger, die Polymer-Version, nicht präzise sei. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und ich habe ganz viel geschossen. Ich schieße sehr viel, weil ich das einfach genial finde, schießen. Macht mir Spaß. Nein. Es gibt aber einen Unterschied beim Schießen. Und zwar, die Metall ist schwerer. Logisch, ja? Und die Kunststoff ist leichter. Und dadurch hüpft sie vielleicht ein bisschen mehr. Das ist genauso, wie wenn du dir jetzt Jagdwaffen vorstellst. Eine leichte, kompakte Jagdwaffe für die Gebirgsjagd. Weil du musst dein Gewehr herumtragen. Du musst es von unten ganz nach oben tragen. Da wirst nicht die schwere Matchwaffe nehmen. Für den Sportschützen sozusagen. Ja, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Für den Sportschützen. Der Sportschütze, der fährt mit dem Auto am Parkplatz und trägt dann seine Waffe, die dreimal so schwer sein kann, wie eine Jagdwaffe vom Jäger, auf den Stand und schießt dann dort. Und die ist schwerer und bleibt dadurch, ja, etwas stabiler liegen. Aber das heißt nicht, dass der Gebirgsjäger auf 300 Meter keine Gams trifft. Oder 200 Meter. Ganz im Gegenteil, das passiert ja auch. Auch mit einer leichten Waffe. Also das hat nichts damit zu tun, ob leicht oder schwer. Und ein letztes Beispiel. Sind wir in der Pistole, weil es ist ja im Endeffekt pistolenmäßig sozusagen. Eine Glock oder eine CZ, das sind Plastikbomber, mehr oder weniger stark. Ja? Mit denen kann man auch sehr präzise schießen, wenn man es geübt hat, logischerweise. Das ist sowieso immer klar. Und das andere ist die 1911er, ein Vollmetallteil oder ein Revolver, der so schwer ist, dass er da runterfällt sozusagen. Der liegt anders beim Schießen. Während die andere ein bisschen mehr hüpft, bleibt der präziser oder, ich sage jetzt mal, stabiler in der Schusslinie. That's it. Aber wenn du übst, ist das eine oder andere von der Präzision her überhaupt kein Unterschied. Also bei mir zumindest nicht. Und wenn es der reine Schweine schafft, dann schaffst du das auch. Das war's jetzt. Ja, kurzer Überblick. Zu den beiden, wobei ich ohnehin glaube, dass es
ist meine Vermutung, dass es die Metallstinger so in der Form sowieso auf Dauer am Markt nicht mehr geben wird. Meine Geschichte dazu, ja. So sehe ich das zumindest. Also ja, so schaut es aus im Schneckenhaus. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Das Ganze ist natürlich billigste Eigenwerbung hier, dieser Kanal. Das heißt, du kannst die Teile bei mir, gibt unten den Link in meinen Shop kaufen, wenn du das magst, klarerweise. Und ja, schreib mal einen Kommentar, wie du das Ganze siehst. Ja. Schreib mal auch einen Kommentar, ob es sinnvoll ist, vorsichtig zu sein mit Armbrüsten. Ja, oder ob man ganz einfach irgendwas tun oder so, oder ob man vorsichtig agiert, wenn man agiert. Schreib mal einen Kommentar. Da geht es hier in meinen Shop. Billige Eigenwerbung. Muss sein. Abo da lassen. Da Video auch von das Dinger. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Deiner Reini Rossmann. Bis bald und ciao.